EFK, was ist das eigentlich und wie wird man das? Grundsätzlich kann ein Unternehmen jede Person mit elektrospezifischem Bezug zu einer Elektrofachkraft benennen. Aber diese hat dann natürlich auch die Verantwortung. Gerade deshalb haben wir uns zusammen mit der IHK getan, hier in Bremen, und haben ein Angebot geschaffen zur Prüfung der Elektrofachkraft. Diese Prüfung hat einige Besonderheiten, die besonders relevant für die Windbranche sind und einmalig in Deutschland. Und das gucken wir uns jetzt an. Bei der neuen Rechtsvorschrift handelt es sich um eine Fortbildungsprüfung zur Elektrofachkraft in der Industrie. Also eine Fortbildung mit einer abschließenden Prüfung, die vor der Handelskammer Bremen abgelegt wird. Was sind denn die Besonderheiten dieser Prüfung? Ja, in diesem Fall gibt es die Besonderheit, dass die Abschlussprüfung selbst komplett in englischer Sprache durchgeführt wird. Die ursprüngliche Initiative zu dieser Fortbildungsprüfung kam ja aus der Windenergiebranche. Und da wird häufig vielfach in Englisch gesprochen. Und das war für uns naheliegender Anlass, auch die Prüfung in Englisch vorzusehen. Die Prüfung richtet sich in erster Linie an Personen mit einem technischen Berufsbildungsabschluss und einer mindestens zweijährigen beruflichen Praxis, aber auch Personen, die keinen technischen Berufsabschluss haben, aber schon länger Betriebspraxis nachweisen können, können in diese Abschlussprüfung gehen. Um unsere Kollegen auf die Prüfung vorzubereiten, arbeiten wir mit dem Bildungsträger Friedehorst zusammen. Und da werden die Kollegen in 11 Wochen auf die Prüfung vorbereitet, in theoretischen und praktischen Teilen. Welche Inhalte sind denn in der Prüfungsvorbereitung vorgesehen? Sicherheitstechnik und Arbeitsschutz. Der zweite Bereich wäre die Funktions- und Schaltungsanalyse. Im dritten Bereich hätten wir dann die praktischen Übungen oder die praktische Vorbereitung auf die Prüfung. Das, was man vorher theoretisch erlernt hat, soll ja angewendet werden. Und auf Basis dessen werden dann Übungen vorbereitet, die dann die Teilnehmenden dann ausführen. Wie viel Vorbereitungszeit bekommen denn die Teilnehmer? Wir planen momentan mit 11 Wochen, wobei der zeitliche Ablauf genau abgestimmt ist mit der deutschen Windtechnik, weil wir auf die Belange der Mitarbeitenden und natürlich des Betriebes auch Rücksicht nehmen. Hier investiert die deutsche Windtechnik einiges, aber auch jeder einzelne Kollege und Kollegin. Und was das für eine Bedeutung hat, das hören wir jetzt von Kai Harder, unserem Kollegen aus der Offshore-Einheit. Für unsere Mitarbeiter bedeutet diese Ausbildung und der Abschluss die Möglichkeit, als Elektriker oder als Elektrofachkraft auf den Anlagen zu arbeiten, Teams zu führen bei elektrischen Tätigkeiten. Und die Ausbildung wird im Grunde ja von der DWT getragen, Unterkunft wird gestellt und wir geben uns die größte Mühe, alle Beteiligten zu unterstützen, wo immer Unterstützung benötigt wird. Die Prüfungssprache ist ja auf Englisch. Warum ist das sinnvoll? Das ist zum einen sinnvoll, zum anderen aber auch eine Herausforderung für unsere Techniker. In einigen Windparks ist Englisch die Standardsprache. Dass jetzt die Ausbildung teilweise und auch die Prüfung nachher auf Englisch stattfindet, ist dann natürlich ein Anreiz für die Techniker, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, dazu zu lernen und somit gleichzeitig dann für die Zukunft gewappnet zu sein. Das ist eine von vielen und innovativen Ideen aus unserer Personalentwicklung für die Kollegen und Kolleginnen aus der deutschen Windtechnik, aber auch für alle Interessierten. Deshalb, wenn du interessiert bist, komm doch mit dazu!